So Leute, willkommen zurück zu Golden Sun, die dunkle Dämmerung. Oh yeah, und ich muss gleich mal zu Beginn etwas sagen, bevor vielleicht Verwirrung entsteht. Und zwar, ich habe einen riesen Fail begangen. Ich habe gestern mein Rohmaterial einmal aussortiert, damit meine Festplatte leerer wird und habe dabei versehentlich Folge 17 gelöscht. Folge 18 habe ich aber noch. Das heißt also, ich muss jetzt Folge 17 nochmal nachspielen. Gott sei Dank hatte ich noch einen Spielstand hier. Genau deswegen speichere ich auf verschiedenen Ständen. Also nicht wundern, wenn sich irgendwie manche Sachen unterscheiden sollten, die jetzt hier in Part 17 passieren gegenüber den Dingen von Part 18. Der Spielstand von Part 18 ist wieder der normale Spielstand. Nur damit ihr es wisst, weil ihr euch fehlen ja Storyteile sonst, deswegen muss ich das nachspielen jetzt hier. Die Generäle beraten sich zurzeit über die weitere Strategie. Wenn ihr zu ihr wollt, müsst ihr mir schon einen guten Grund dafür gehen. Und als hätte ich da nichts zur Hand. Wie wäre es denn zum Beispiel mit einem Brief von Uwon? Matthew setzt Brief von Uwon ein. Folgt mir. Ja, das ist überhaupt kein Ding, du. Was sagst du dazu? Unsere Belagerung heißt, läuft nicht nach Plan. Die Laune der Generäle ist dementsprechend schlecht. Sie sprechen kaum mehr ein Wort mit uns und sagen, sie warten auf eine Nachricht von König Uwon. Ja, da bist du doch genau die richtige Person. Ich bin echt ein Held darin, mir selber unnötige Arbeit zu machen. Aber wie gesagt, Gott sei Dank kann ich mich dann noch. Oh, wo macht ihr das denn kaputt? Ich glaube, denen geht's nicht so gut. Entschuldigt bitte, meine Generäle. Hallo. Die Geister sind überall. Beischütz Geister. Meine Generäle, Gäste aus Kaoshu sind soeben eingetroffen. Sie kommen im Auftrag unseres Königs und haben einen Brief bei sich. Einen Brief? Die sehen gar nicht aus wie Krieger aus Kaoshu. Ach, was soll's? Zeig mir den Brief. Was ist, wenn ich nicht will? Ich zeig ihm ihn. Was wollt ihr von mir? Gib den Brief General Kuzung. Nö. Er kriegt den Brief. Bitteschön, Brief von Uwon. Matthew setzt Brief von Uwon ein, und zwar übel episch. Habe ich etwa nach dem Brief gefragt? Nein, gib mir Garaku Zung. Okay, ist ja in Ordnung. Ein Brief von König Uwon, her damit, aber sofort. Man, die haben wirklich keine Manieren hier, die Typen. Bitteschön, Matthew setzt Brief von Uwon ein. Na nun? Ich verstehe. Oh, die Rechnung habe ich nicht bezahlt. Verdammt nochmal! Das hat niemand gesehen. Ihr könnt gehen. Auf Wiedersehen. Was steht darin geschrieben, General Kuzung? Hier steht, dass diese Kinder, Matthew und seine Freunde, mächtige Adepten sind. Das Gesicht gerade wieder. Mächtig, diese kleinen Knirche? Das muss ein Schreibfehler sein, da sollte wohl schmächtig stehen. Jedenfalls glaube ich, dass erst, wenn wir diese mächtigen Adepten eine Kostprobe jetzt können, es geben. Ich konnte euch besiegen. Dieser Brief stammt wirklich aus der Feder von König Uwon, daran gibt es keinen Zweifel. Dann frage ich mich, weshalb seine königliche Hoheit die Adepten zu uns geschickt hat. Weil er offensichtlich schlecht sei. Das ist Wahnsinn, auf seinem Sprite der riesige Augen, auf seinem Avatar ganz kleine, hier der Kuembra. In seinem Brief steht, dass sie uns bei unserem Angriff auf Erdteil behilflich sein werden. Werden wir das? Der König mag unfehlbar sein, aber diese Würmer, ich brauche echte Krieger. Und er stimmt ihnen zu. Meine Generäle, erlaubt ihr mir zurück auf meinen Posten zu gehen? Oh, er ist sauer. Schweig, Soldat! Wir werden dir schon sagen, was du zu tun hast. Nun, mein geschätzter Kuembra, ich hätte da eine Idee, wie wir diese Kinder auf die Probe stellen könnten. Viel wichtiger ist mir, dass sie nicht im Weg stehen. Die Version Ayutais darf nicht scheitern. Das ist schon nicht das, was passieren wird, Mann. Lass mich euch mal machen. Genau darauf will ich hinaus. Unsere mächtigen Adepten können doch die Geister vertreiben, die in Ayutai herumspuken. Ah ja, eine exzellente Idee, General Kuzung. Hier gibt's Geister. Ihr spuckt es. Helft uns, diesen Ort von den Bösen zu befreien. Wir warten draußen, während ihr euch um die Geister kümmert. Gebt uns Bescheid, wenn ihr fertig seid. Das war ja einfach, ne? Ein Hoch auf die Adepten. Ein Hoch auf König Uwon. Immerhin kriegen wir ein Hoch. Aber ich mag eure Rüstung, muss ich sagen. Krieg ich die auch? Ihr habt die Generäle gehört. Ich werde draußen warten. Geister ist das Letzte, mit dem ich was zu tun haben will. Tja, und Lu? Als wir ankamen, konnte ich dieses Lachen hören. Doch nun ist es verstummt. Haltet eure Augen offen. Wir wollen uns schließlich nicht von den bösen Geistern überraschen lassen. Hey, ihr bösen Geister, wo steckt ihr? Ayutai ist ein großes Mysterium, findet ihr nicht auch? Vielleicht finden wir ein paar Antworten, nachdem wir in Pasai auf die Spitze des Bergs angekommen sind. Schließlich kannten sich die Anführer Pasai und Ayutai ziemlich gut. Wie ihr wisst, hatten sie gemeinsame Vorfahren. Ich denke, wir sollten uns nach Pasai begeben und nach weiteren Hinweisen Ausschau halten. Okay, das können wir machen, aber erstmal schauen wir uns hier um, denn hier gibt es sicherlich noch das eine oder andere zu looten. Etwas für uns, etwas für alle. Ja. Ich habe natürlich mich hier schon umgesehen und hier gab es tatsächlich noch irgendwo Sachen, allerdings weiß ich gerade nicht mehr genau, wo das war. Und ich möchte ja möglichst den Part 7, den verloren gegangenen, nochmal
vernünftig nachspielen können. Der Taucher! Taucht doch mal unter. Nein, mit Plasma und ein Erdbeben, alles mögliche, was wir euch in den Kopf schmeißen werden. Wo haben wir die ganzen Harpien herkommen? Wo sind die Menschen, die hier wohnen? Ayotai und so weiter. Das ist doch ein ganz schönes Städtchen eigentlich. Ein hübscher Ort, aber irgendwie fehlt es hier an Häusern. Aber eventuell werden wir da früher oder später noch zu kommen, solche Dinge zu erleben, so ganz live quasi. Sanfte Brise, da fehlt mir sogar noch die neue Psyche, die ich nicht mehr habe. Na gut, machen wir die ja noch niederknüppeln. So. Das war es doch, was ich tun wollte. Oh, Steinjustiz! Schön. Ich weiß nicht, ob ich es im Part 7 erzählt habe, aber normalerweise ist es halt für mich gewohnt, dass ich die Attackennamen, wenn die Waffen aufheulen, dass ich dann schön den Attackennamen mitbrülle. Brülle in Anführungsstrichen. Aber das geht hier so schnell, da muss man aufpassen, dass man das nicht verpasst, den Moment. Diesen einen Moment, diesen feinen, aber kleinen Moment, aber wichtigen Moment. Ja, ja. So, hier links scheint nichts weiter zu sein. Da ist einfach gar nichts. Nichts weiter ist da, absolut. Übrigens, diese eine Brücke, die ich da gesehen haben wollte, ihr erinnert euch eventuell daran, das war nicht wirklich eine Brücke, eine Höhle, das war einfach nur der Fluss und da kann ich leider nicht hingehen, also der ausgetrocknete Fluss. Deswegen werde ich mir das sparen, da ein weiteres Mal lang zu gehen. Guck mal, da können wir nicht hin. Schön, oder? Da hoch könnten wir aber rein in der Theorie und nicht nur in der Theorie, auch in der Praxis sollte dies eigentlich möglich sein. Und eventuell finden wir dort etwas. Guck mal hier. Was ist denn das Schönes? Dieser alte Baum trägt ein steinernes Gesicht. Seine starren Augen scheinen uns erwartungsvoll anzublicken. Erinnert mich ein bisschen an einen gewissen Baum aus einem gewissen anderen Teil. Abrahakalasana, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, ehrlich gesagt. Die Frau von Tret, dem Baum. Na, komm, zeig nochmal von Namen. Na, wobei, sieht ein bisschen anders aus. Ein bisschen älter sieht die Dame hier aus. Als die Frau von Tret. So, dann klettern wir mal hier hoch und schauen, was wir dort noch so zu finden haben. Zweifelsfalle nicht viel, aber eventuell auch einfach gar nichts. Gar nichts ist in dem Fall sogar noch schlimmer als nicht allzu viel. Denn gar nichts sagt, dass wir nichts haben. Wer hätte das gedacht? So, dann wollen wir hier mal wieder rausgehen. Und... Nein, ich wollte gerade sagen, Moment mal. Ah, warte, da war noch eine Vase. In der nichts ist. Toll. Da steht einfach eine einsame Vase. Jeder Mensch würde denken, ja, Geheimnis, Geheimnis, und dann ist da nichts. Hier? Nein. Und auch da ist nichts Besonderes. Ich kann hier leider nicht mit Rückzug zurückgehen. Also mit der wunderbaren Venus-Psynergie. Denn das funktioniert hier leider nicht. Zu schade aber auch. Der Schmetterer, bam. Oh, ich kann natürlich einfach wehtun hier. Ich bin immer noch, ich muss echt mal irgendwie gucken, ob ich berechnen kann, in etwa in welchem Tempo die PP steigen, weil ich finde das erstaunlich. Wow, der Schmetterer. Genauso muss das sein. Das ist eine wunderschöne Blinderung. Ja, das heilt wieder etwas, glaube ich. Oder? Ich benutze es so selten, diese ganzen Sachen. Ich kann es jedenfalls nicht außerhalb eines Kampfes einsetzen. Ist ja auch eigentlich nicht so wild. Also deswegen konnte ich hier nicht hin. Okay, dann haben wir hier in Ayutthaya erst einmal nichts verloren. Und jetzt, liebe Freunde, machen wir uns endlich mal auf den Weg nach Pasai. Und wurde ja auch mal Zeit. Wurde ja auch wirklich mal Zeit. Allerhöchste Eisenbahn quasi. Wusch, mit diesem Tornado, der uns aber helfen wird. Nach oben bitte. So, wusch. Ich kann ja auch mit dem Floß leider an keine weiteren Orte mehr gelangen. Das habe ich alles bereits ausprobiert. Auch ich habe irgendwas übersehen, aber das wage ich jetzt einfach mal ganz stark zu bezweifeln. Wow, Wirbelwind! Und gleich sind wir schon wieder unten. Wo sind jetzt die beiden Generäle? Die wollten doch draußen warten. Das ist mir jetzt gar nicht so bewusst, aber irgendwie sind sie entschwunden. Naja. Egal, so, hätten wir das erledigt, dieser kleine Exkurs, dann müssen wir später natürlich nochmal hin, so wie es eigentlich auch verlangt wurde von uns, also ne, wie das Spiel von uns verlangt hat, aber ist ja nicht so wild, da kann ich mal davonlaufen. Oh, komm schon, ich kämpfe so oft. Ich habe es erst in Part 7 sogar noch gelobt, dass ich so erstaunlich oft fliehen kann. So wie jetzt zum Beispiel. Yep, ich habe nichts gesagt. Alles hat seine richtige Ordnung. Schön. Gucken wir doch mal, dass wir möglichst schnell da hinkommen.
Ja, das ist möglichst schnell. Ich werde den Part übrigens ganz unabhängig von der Zeit genau an der Stelle beenden, an dem ich ihn auch beendet habe, ja, in dem vorherigen Part 7, damit es halt direkt an Part 8 anknüpfen kann. Hm, ich weiß auch noch zum Glück ganz genau, wo das war. Dass ich da nicht durcheinander kommen muss. Tja, du eine Harpie. Und jetzt macht Kiara dir den Gar aus. Den Gar ausmachen. Apropos, ich hatte gerade die Weltkarte kurz abgespackt. Das ist aber dabei ist es doch original auf dem DS hier. Naja. So, da unten müsste nichts mehr sein. Ja, dann können wir schon da hoch. Den Garaus war, genau wie ich gerade sagen wollte. Wusstet ihr eigentlich, dass es. Bin ich hier reingegangen? Ah ja, stimmt. Ich dachte früher mal, den Garaus machen heißt so viel wie. Also gar aus. Zwei Worte. Gar und einmal ausmachen. Aber ich habe da nie so drüber nachgedacht, weil eigentlich ist auch richtig, heißt es, den Garaus machen. Also Garaus ist ein Wort. Garaus. Garaus. Den Gar ausmachen. Und irgendwie, wie gesagt, ich habe nie so wirklich darüber nachgedacht. Ich dachte irgendwie, was kommt vom Kochen, weil Gar und so weiter. Aber das ergibt nicht mal Sinn. Deswegen, ja, habe ich das mal so nachgeschlagen. Mittlerweile habe ich schon leider schon wieder vergessen, was es bedeutete, aber eines der vielen Dinge, die man sein Leben lang falsch gesagt hat oder falsch gedacht hat. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme, oder auch, weil ich es eben gesagt habe. Stimmt, die Stiefel, du kannst euch direkt unterhalten. So. Wollen wir hier nochmal das Pflänzchen zum Wachsen bringen. Aber ist auch so, oder? Ich denke, jeder von euch benutzt bestimmt irgendwelche Sprichwörter ab und zu mal, die ja über die man nie so genau nachdenkt. Obwohl so dann, und wenn man dann genau drüber nachdenkt, fällt einem auf, was bedeuten die eigentlich oder woher kommt das überhaupt? Die Leiter zieht über Soldaten aus Kaocha haben sie wohl während des Angriffs auf Passai zerschnitten. Diese bösen Soldaten einfach Leitern zerschneiden. Oh, wow. Da kann ich direkt mal das Epizentrum benutzen. Ich hatte schon mal so einen Monsterschwall. Und dieses Mal werde ich dazu in der Lage sein, auch alle zu besiegen. So. Lass mal. Ich denke, diese Aufteilung sollte dafür sorgen, dass alle draufgehen. Batsch, batsch, batsch. Jawohl, sag ich ja. Jetzt auch der da. Und der ganz rechts. Schön. Sehr, sehr schön. Frischer Wind. Yay. Frischer Wind ist unsere neue Heilpsy-Energie. Nur mal so nebenbei. Oh, guck mal. Ein Blümchen, welches wir wieder zum Schweben bringen können. Unsere wunderbaren Windpsy-Energie namens Wirbelwind. Und schon geht das Blümchen kaputt. Kann ich. Ich probiere es nicht aus. Mal gucken, ob ich auf die Leiter gehen kann, bzw. so runterklettern kann. Habe ich in meinem vorherigen Part nicht gemacht. Und yay, guck mal. Windsteine, wir helfen mal dabei. Wobei helfen, fragt ihr euch? Ja, das hier ist quasi so eine Art Mine. Elfenteil, was ist denn jetzt los hier? Die kleinen Elfen hier. Bei vier Gegnern am besten wieder mal schön mit gespaltener Psyne die angreifen. Und das mal möglichst. Oh, wow, okay. Die sind nicht allzu kräftig. Und gehen natürlich schon kaputt. Elf 1, greif an. Mit ganzen drei Schaden. Oh, wow. Hör auf damit. Das war ein bisschen viel hier gerade. Das ist sehr viel. Also unser neuer Windzauber sorgt dafür, dass wir ein bisschen besser heilen können. Zack, und sind jetzt schon direkt voll. Sonst hätten wir das zweimal machen müssen. Hat sich das überhaupt gelohnt? Okay, ja. Damit haben wir ganze 2 PP gespart. Und 2 PP zu sparen ist besser als gar keine PP zu sparen, nicht wahr? Sehe ich doch auch so. Okay, das scheint der eine Ort zu sein, den wir von unten schon gesehen haben. Was hat es damit nur auf sich? Ich würde, wenn ich es nicht besser wüsste, sagen, dass wir da reinspringen müssen. Und ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht besser. Hinweis, gefährlicher Pfad voraus. Warnung vor plötzlich auftretenden Böen. Bagi, Amt für Sicherheit. Passai. Was ist denn Bagi? Dieser junge Mann wurde dem frühen Tod seiner Eltern von seinem Großvater Bogo, dem ältesten Großvater Bogo, dem ältesten von Passai, großgezogen. Oho. Es gibt also einen ältesten. Ja. I see. Dann können wir doch mal. Na, das klappt leider nicht. Diese schönen Wirbelwinde da oben. Da sollten wir uns natürlich nicht einfach von treffen lassen. Denn die wehen uns davon, wenn wir nicht aufpassen. So, erstmal hier schön eine Sperre errichten, ne? Damit wir da einfach durchlatschen können. Aber das ist natürlich hier kein sonderlich schwieriges Rätsel. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, wie die Dinger nach unten fallen, aber scheinbar nicht. Ja, genau. Und da bei dem Djinn habe ich aufgehört. Das ist der gute Borke übrigens. Das wusste ich sogar noch. Das heißt, bis zu dem werden wir noch laufen, auf jeden Fall.
Willkommen in unserer Mine. Seht ihr die schönen Steine? Das ist Bohl. Nein, das ist Brot. Das ist Bohl. Das ist Bohl. Ach egal, wer kennt das überhaupt noch? Dieses einzigartige Erz wird von vielen noch schwebender Stein genannt. Es bleibt in der Luft, wenn es mit Wind in Kontakt kommt. Ich glaube, das kann man sogar später zum Schmieden benutzen. Die Steine treiben im Wind wie Korken im Wasser. Wir sammeln sie, um den Rest in den Aufschwund zu schubsen. Der Rest erledigt sich von ganz allein. Das stelle ich mir praktisch vor. Nicht wahr? Ich halte vor, du nutzt Windsynergie, um die Steine emporschweben zu lassen. Nein, ja, aber dass ich nicht dazu in der Lage bin. Ach komm, ihr habt ja so einen schönen Auftrieb. Na, so einfach ist das nicht. Wir Arbeiter haben es wirklich nicht leicht. Wir müssen ständig aufpassen, dass uns keine Windböe erfasst. Na, das glaube ich. Das möchte ich nicht unbedingt. Also ich will nicht derjenige sein, der da an so ein Loch fällt. Ganz im Ernst. Stelle ich mir ziemlich nervig vor und anstrengend. So. Und schon sind wir auf der anderen Seite. Muss ich doch nochmal schauen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es hier andere... Ich glaube, es gab noch zusätzliche Schmiedmaterialien vom zweiten Teil her. Also, welche, die es im zweiten Teil nicht gab, so. Aber die meisten sind tatsächlich aus dem zweiten Teil. Aber diese Bohl gab es, glaube ich, nicht. Wobei ich, wie gesagt, auch gerade absolut nicht sicher bin, ob man damit wirklich schmieden konnte damals. Wow! Gerade so noch erwischt. Schön. Und was können wir dadurch jetzt bekommen? Diese Kiste dort. Keine Ahnung, was da drin ist. Ich hab's wirklich vergessen. Ha. Sehr gut. Das letzte Mal war ich zu langsam an dieser Stelle. Ja, die Schicksalskeule. Die kennen wir auch aus Golden Sun 2. Die habe ich mal Cosmo angegeben, relativ früh. Wen gebe ich denn jetzt? Ich weiß gar nicht mehr, wem ich es gegeben habe. Ich glaube ihm. I'm not sure, though. Werdet ihr in Part 18, wem ich es eigentlich gegeben habe. So, da sind wir jetzt tatsächlich auch schon da. Gut, ist der Part ein bisschen kürzer ausnahmsweise. Mal, da war ich ungefähr 2 Minuten schneller als beim letzten Mal, weil ich jetzt den Umweg eingespart habe zu dieser angeblichen Höhle, die ich gesehen haben will. Aber da war ja im Endeffekt nichts. Sorry, dass es jetzt so gelaufen ist, aber gut, für euch macht es jetzt eigentlich nicht so den Unterschied. Aber trotzdem, wie gesagt, nicht wundern, in Part 8 werde ich bestimmt ein bisschen unterschiedliche Erfahrungspunkte haben, andere Ausrüstungen eventuell auch und so weiter und so fort. Das liegt dann an der Begründung, die ich schon gegeben habe. Gut, im nächsten Part werden wir uns dann diesen Venus-Ginder schnappen und glaubt mir, das werden wir definitiv tun. Ich kann in die Zukunft sehen, ich weiß es irgendwie, keine Ahnung woher. Das ist mal für heute mit Golden Sun, die dunkle Dämmerung. Bis dahin, ciao.